Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal Two Point Hospitals. Und wir legen gleich los mit einem neuen Spiel. At Two Point Hospital, over 52% of our patients believe they leave healthier than when they arrived. Our precisely calibrated equipment is operated by compassionate healthcare practitioners, many of whom have even been to medical school or watched ER. If you suffer from turtle head, let us ease your worries and noggin gently out of your body. Just infection is no laughing matter. Put your trust and oversized shoes in our capable hands. We're building a brighter, safer future, and hardly anything will stand in our way. You deserve the best. So join us at Two Point Hospital. We're open for new staff, new patients, and a new you. Can I go play golf yet? I'm teeing off at 3. So, und nochmal herzlich willkommen. Hallo, mein Name ist Jack. Ich bin der Arzt eures Vertrauens und der Arzt, den die Frauen vertrauen. Wir sehen unseren kleinen Berater unten, der uns hilft am Anfang des Spiels. Ja, wir nehmen dieses Hospital und Ladebildschirm. Herzlich willkommen im Krankenhaus. Ja, wunderbar. Im Krankenhaus umsehen. Wie immer mal ein kleines Tutorial. Wir können uns bewegen. Vor, zurück, rechts, links. Boah. Und wir sollen gleich losbauen mit einer Aufnahme. Yay. Ich würde sagen, die setzen wir hierher, falls wir hier noch andere Räumlichkeiten brauchen. Falls ihr euch fragt, was ist Two Point Hospital? Two Point Hospital ist eigentlich ein inoffizieller Nachfolger von einem ja, sehr, sehr alten Spiel, das sich genannt hat Team Hospital. Und wir dürfen ein Zimmer bauen. Wunderbar. Wenn wir ein Zimmer hätten zum Bauen. Aha. Ah, wir müssen eine Assistentin einstellen. Sehr gut. Was haben wir hier? Motivation. Kundenbetreuung. Ah, da reicht. Der günstige. Was ist mit dem... Whee! Na, ist lustig. Okay. Sehr gut. Eine Arztpraxis. Jetzt geht's so richtig ab. Wo bauen wir die hin? Ich würde sagen, die bauen wir hier hin. Ja. Die Tür. Schon mittig. Da sitzt der Arzt, oder? Ja. So. So herum. Ein Aktenordner. Ein Abfallkübel, ein Feuerlöscher und, damit ein bisschen die Optik auch mitspielt, eine Pflanze. So, die Arztpraxis ist einmal da. Jetzt brauchen wir einen Doktor. Wow! Ich würde mal sagen, da reicht der günstige. Krankenhaus eröffnen. Ja, und los geht's. Jetzt wird's interessant. Ah, Zoom raus, Zoom rein. Kamera drehen. Neigen. Neigen? So. Unser erster Patient ist da. Yay. Was können wir noch beim Objekt? Ah, eine Wartebank. Eine zweite geht. Machen wir sie hier. So. Damit es kein langweilig wird, ein Broschürenständer. Ah, neue Benachrichtigung.
Wir brauchen eine Apotheke. Eine Apotheke. Sehr gut. Bauen wir schnell eine Apotheke. Apotheke. Was zum. Okay, was auch immer das ist. Wieder ein Aktenschrank. Und Abfalleimer. Eine Pflanze. Und damit das Ding nicht in die Luft geht, ein Ding. So. Die Apotheke ist fertig. Jetzt müssen wir noch einmal einstellen. Was brauchen wir hier? Wir brauchen einen Krankenpfleger. Ah, den da. Den nehmen wir. So. Da sind die Sitzbänke, setz dich doch. Mein Gott, der steht da herum. Eine Bank. Noch eine Bank. Der obligatorische Abfalleimer. Ein Feuerlöscher. Und damit mein Bauer Dollar dazu verdienen. Patient Geld! Unser erster Patient ist Geld. Yay! Einen Snackautomaten. Und einen Getränkeautomaten. Sehr gut. Wir brauchen einen Hausmeister. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hausmeister, Hausmeister. 8000, was kann der? Geisterjäger, das könnten wir vielleicht irgendwann nochmal brauchen. Wo muss ich denn hin? Einfach, okay, einfach hier, gut. Patienten bei Laune halten, das tun wir ja schon. So, was haben wir da? Objektsteuer, okay. Krankenhaus passt. Und auch Krankenhausruf, sehr gut. Einen Pausenraum für unsere überarbeiteten Ärzte. Naja, gerne. Pausenzimmer. Bauen wir das da hinten hin. Ja, so würde ich sagen, in der Größe, damit wir noch einen Platz haben für andere Sachen. Ein Spind. Noch ein Spind. Noch ein Spind. On 2-Point Radio. Sessel. The lone voice of reason, ready to spread some truth to all our vigilant listeners. So open your eyes and your ears and get ready to find out what's really going on. Der obligatorische Abfalleimer. First, here are some people playing musical instruments. Ein Feuerlöscher, den tun wir da in die Mitte. Und damit die Ärzte ein bisschen was zum Anschauen haben, die obligatorische Pflanze. Passt, fertig. Yeah, wie eine geheilte Patientin. Toiletten. Wir brauchen Toiletten, Toiletten, Toiletten. Ja, sollte reichen. Eine Toilette, zwei. 3, 4, ein Waschbecken, ein Handtrockner, so. Abfallheimer, Feuerlöscher und die Mister Pflanze. Ja, läuft, läuft, läuft. Schaut gut aus. Weitere Diagnosen. Aha, okay. Eine Allgemeindiagnose.
Geht die da noch hin? Ah, die bauen wir hier. Bauen wir die, wo bauen wir die hin? Wo bauen wir die hin? Bauen wir die hier hin? So, Türe, machen wir hier. Ein. Ist das ein. Ah, die Holzhammer-Methode. Ein Feuerlöscher. Und Pflanze. Ups. Okay. Pflanze. So. Und wir werden sicher wieder irgendeinen einstellen müssen. Was brauchen wir? Wir brauchen Krankenpfleger. Gut. Ja, goldene Mitte. Spiel ein bisschen beschleunigen. Ah, wir können beschleunigen. Sehr gut. Wo ist die Anmeldedame? Ah, die macht Pause. Neue Krankheit entdeckt. Aha, Verklemmung. Sehr gut. Ah, mehr Geld. Ja, nimm. Dieser Patient hat irgendwas, was wir noch nicht kennen, was wir noch nicht behandeln können. Eine Station, sehr gut. Eine Eilmeldung, okay. Lassen wir ihn mal warten, vielleicht können wir es doch heilen. Eine Station. So. Machen wir schon groß. Die Türen machen wir hier. So. I've started exploring past lives. I've tried hypnotizing myself with pendulums and pocket watches. But I find listening to my own voice works best. I say one thing and then another thing. And I say one thing. And then another thing. Aktenschrank. It's possible you're now hypnotized too. Spinde. Apfeleimer. Feuerlöscher. Und die Pflanze. Sehr gut. Station eröffnen. Und vor der Station werden wir noch wieder Bänke platzieren, damit sie sich auch hinsetzen können. Und damit wir noch ein bisschen zusätzlich Money machen, Getränke und Ham. So, was brauchen wir hier? Einen Krankenpfleger einstellen. Krankenpfleger. Passt. So, erledigt. Was haben wir da? Aha, Bettengesicht, okay. Sehr gut. Schauen wir ihn behandeln können. Ich glaube schon, das war dieser eine Patient von vorher. Ah, stellen Sie zwei Ärzte ein, okay. Dann werden wir noch eine Arztpraxis bauen. So. Wir kennen das eh schon. So.
hinstellen. Ärzte. Was sind denn das für Typen? Die schauen aus, als wären sie ziemlich helle Köpfe. Kudusch. Aha, wir haben Kudusch bekommen, sehr gut. WC-Warzen. Beförderung, ja, von mir aus. Entleuchtungsklinik benötigt. Patient bitten zu warten. Entleuchtungsklinik, Patient bitten zu warten. Okay, wir kriegen wieder was Neues. Und die Pflanze, so. Passt. Was brauchen wir hier? Einen Arzt. So. Und wieder vor der Tür. Ein Bänkchen. Was? Is in trouble again. Apparently Elixir, your latest product which claims to cure all ills, is in fact nothing but pine-scented prune juice. Well, I guess it should cure one ill at least. Ouch. Was? Der stirbt. Warum? Was ist mit ihm? Okay, wir haben einen Geist. Who you gonna call? Was? Wie? Hä? Warum? Hä? Okay, wo ist unser cooler Hausmeister? Der kann den ja fangen. Wo ist der? Da ist er. Mach den Geist weg. Da ist der Geist. Geist, 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 Geist. Okay, er hat ihn eingesaugt. Er hat den Geist einfach eingesaugt. Okay. Neue Krankheit, schlechtes Bauchgefühl, sehr gut. Geister und Patient tot, sehr gut. Naja. Heile 3 Patienten mit helles Köpfchen werden wir auch noch schaffen. Patientin, Entschuldigung. Yeah. Ausgaben haben wir nur 10.000. Profit, Verlust. Ja, ist gut. Wir machen schon langsam. Schon langsam machen wir Gewinn. Hä? Okay. Warum liegt die im Bett? Die gehört ja dahin. Ja, verstehe ich nicht. Ah, okay, sehr gut. Personalzufriedenheit, sehr gut. Finanzen und okay, passt. You're listening to Harrison Wolf on 2 Point Radio.
went to the Cirque du Parfait recently. I was impressed by how experimental the eggs were. Gesundheitspreis, sehr gut. Facing the wrong way and just looking at the tent wall. Aha, Arzt des Jahres, Krankenpfleger des Jahres, Arbeitgeber des Jahres sind wir geworden. Ja, das ist schon mal, ja. Gerade erträglich. Befördern. Mach deinen Job. Jawohl. Belohnung. $10,000 und 100 Kudusch. Sehr gut. Oh, wir kriegen ein neues Krankenhaus. Wunderbar. Und ja, ich würde sagen, ins nächste Krankenhaus gehen wir in der nächsten Folge. Ich bin einmal raus, euer Jack.